Servus, Ahoi und Moin, liebe Angelfreunde, liebe Forellenfans. Willkommen bei der Teichanlage Finkenbach, heute mal wieder am Forellenfischen. Und wir haben wieder eine Mittagsflaute, deswegen habe ich gedacht, ich setze heute mal ein Akzent auf ein bestimmtes Thema, was euch sicherlich gefallen wird. Nämlich, heute wird es um Folgendes gehen. Werfen, animieren und drillen. Also wie werfe ich richtig aus, verschiedene Köder, verschiedene Wurftechniken. Wie animiere ich diese verschiedenen Köder, also präsentiere ich diese lukrativ für die Forelle und interessant für die Forelle. Und natürlich, wie drille ich richtig kleine Forellen und vielleicht sogar Lachsforellen, größere Forellen. Ja? Einfach mal, um die Körperhaltung zu zeigen, um die Bremseinstellung zu zeigen und einfach um die ganze Motorik, damit euch so wenig wie möglich Fische einfach abhauen beim Drillen. Und natürlich versuche ich das Video wie immer mit ein paar Fängen zu würzen. Hoffentlich klappt es, weil heute sieht es noch ganz, ganz schlecht aus. Also ich bin jetzt erst mittags gekommen und bisher habe ich noch keinen einzigen Fang gesehen. Ich bin jetzt schon eine Stunde hier, habe zusammengebaut, aber die Fische springen nicht einmal. Also man sieht überhaupt nichts, überhaupt keine Bewegung, keine Aktivität. Deswegen könnte sein, dass es heute sehr schwierig wird. Aber wir versuchen natürlich das Beste draus zu machen. Bleibt dran, schaut das Video zu Ende und wir fangen gleich an. So Freunde, und bevor wir überhaupt anfangen zu werfen, zu animieren und die Fische zu drillen, müssen wir natürlich die Bremse richtig einstellen. Das ist eins der wichtigsten Faktoren überhaupt. Nicht nur fürs Werfen, sondern natürlich der Hauptfaktor ist das Drillen des Fisches. Ja? Und so die Basiseinstellung, die ich immer mache, sieht nämlich folgendermaßen aus. Ihr habt jetzt alles dran gebunden, ihr habt eure Systeme drauf gemacht, ja, euer Vorfach, euer Snap, euren Köder. Das Einfachste, was ihr machen könnt, ihr macht es am besten so. Ihr nehmt den Köder in die Hand, habt die Bremse schon ein bisschen voreingestellt, nehmt den Köder in die Hand und zieht so lang, bis die Rute sozusagen in ihre maximale Biegung kommt, bei der normalen Belastung. Ja, also ich spreche jetzt nicht von einer riesengroßen Lachsforelle von 5 Kilo, die euch die Rute bis zum Griff biegen kann, sondern hier habt ihr diesen Punkt, ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Also hier ist die Rute in ihrem normalen Zustand, der maximalen Belastung. Ja? Also wenn ihr jetzt weiterziehen würdet, würdet ihr die Rute überlasten. Und genau hier fängt an, die Bremse bei mir zu funktionieren. Also bei diesem, also ihr habt hier keine Schwierigkeit sozusagen, die Rute zu biegen. So ist es. Dieser Punkt ist hier erreicht. Sobald ich sie noch etwas mehr belaste, fängt an, die Bremse zu funktionieren. Ja? So ist die Basiseinstellung. Also nicht vorher, nicht schon bei kleinen Belastungen und nicht bei der übelsten Überlastung. Also so ein mittleres Maß. Also hier ist diese Position, ja, also hier merkt ihr das, noch ein bisschen und dann strengt sich die Rute schon an sozusagen. Und hier muss die Bremse anfangen zu klicken. Genau, das ist so diese Basiseinstellung. Das ist die Einstellung, mit der ihr anfangen könnt. Und im Drill, wenn ihr merkt, der Fisch zieht zu viel Schnur ab, also er hat es sehr einfach, die Schnur abzuziehen. Ja, schon bei kleinster Belastung müsst ihr die Bremse ein bisschen zumachen, ja, damit ihr mehr Kontrolle über den Fisch habt, damit ihr ihn auch schneller transportieren könnt. Und wenn der Fisch gar keine Schnur nehmen kann, also ich merke, das ist vielleicht ein etwas größerer Fisch, eine Forelle von 600, 700 Gramm, und sie nimmt gar keine Schnur, ja, und sie macht ja große Bewegungen, große Fluchtversuche, Sprünge, und die Bremse geht überhaupt nicht, dann müsst ihr auf jeden Fall lockerer machen, weil wir fischen mit extrem dünnen Schnüren für 3 Kilo, vielleicht 2,5 Kilo Tragkraft. Hier kann es schnell passieren, dass der Fisch euch das ganze System abreißt, also die Schnur abreißt oder das Vorfach abreißt, irgendwo am Knoten reißt das Ganze ab. Deswegen diese goldene Mitte. Im Drill müsst ihr nach Situation euch natürlich anpassen. Wenn ihr merkt, zu viel Schnur, anziehen. Wenn ihr merkt, gar keine Schnur, also der Fisch kann keine Schnur nehmen, dann müsst ihr natürlich etwas lockerer machen. Hier geht es natürlich um ein paar Klicks. Also ihr merkt, jede gute Rolle, die könnt ihr mit ein paar Klicks einstellen. Nur ein paar Klicks, immer probieren. Ja? Nicht voll aufmachen oder voll zumachen. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn es um den Anhieb geht. Also wenn die Bremse zu locker eingestellt ist und ihr macht ja im Endeffekt keinen Anschlag, sondern ihr macht so eine Spannung, kann sein, dass der Haken einfach nicht fasst, wenn die Rolle zu locker eingestellt ist. Wenn die Rolle zu hart eingestellt ist und ihr macht einen kleinen Anhieb,
dann kann sein, dass ihr den Fisch ausschlitzt. Also der Haken schlitzt einfach aus. Wenn er jetzt nicht direkt im Knochen irgendwo landet, sondern irgendwo an der Seite, kann sein, dass ihr einfach bei dieser zu stark eingestellten Rolle den Köder samt Haken aus dem Maul reißt. Ja, das heißt, ihr habt gar keinen Puffer mehr. Das ist jetzt die Basis für das Einstellen eurer Bremse. Ja, egal welcher Köder, ob jetzt Spoon, Gummi oder Wobbler. So könnt ihr jetzt erstmal diese Basiseinstellung vornehmen. So Freunde, fangen wir mal an. Wurftechnik. Wie werfe ich die Köder richtig aus? Also ich muss sagen, ich sehe bei vielen von euch oder von allgemein von den Anglern bei Events und wenn ich die Leute so am Teich beobachte, viele versuchen diese Einhandwürfe zu machen. Also egal was, versucht jeder irgendwie so mit einer Hand zu werfen. Es macht Sinn, ja, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, wenn ihr nicht weit werfen müsst und vielleicht so auf 15, 20 Meter, ihr habt keinen Wind, ihr müsst nicht genau werfen, sind diese Einhandwürfe vielleicht sinnvoll. Aber das Problemchen dabei ist, wie gesagt, wenn ein bisschen mehr Wind aufkommt, wenn ihr etwas genauer werfen müsst und auch wenn ihr auf die Weite kommen müsst, könnt ihr diese Einhandwürfe vergessen. Also nur eigentlich im nahen Bereich, bei bestimmten Konditionen funktionieren diese Einhandwürfe super. Ja. Und wenn ich den Köder aber aufladen muss, ja, also wenn ich auf Distanz kommen muss, wenn ich genauer werfen muss und den Köder genau präsentieren muss, vielleicht auf ein Quadratmeter, ja, also Meter mal Meter, auf diese Fläche muss ich den Köder landen, da kann ich nicht anfangen mit diesen komischen Einhandwürfen. Ja. Egal was ihr macht, wie gut ihr seid, ihr werdet es nicht schaffen. Bei ein bisschen Wind sogar, so wie jetzt, ja, zum Beispiel genau zu werfen und weit zu werfen. Deswegen, es ist nicht die Basis des Wurfs, eine Hand mit der Leine zu fischen, sagen wir mal so. Deswegen benutzt ruhig die zweite Hand, euch wird dafür keiner bestrafen. Ja. Ich mache das immer wieder. Ich mache das jetzt zwar nicht, dass ich den Griff mit beiden Händen fest umklammere, um auszuwerfen, sondern es ist nur so eine kleine Bipphilfe. Ja. Wenn ich werfe, ich merke ja diese Biegung der Rute, wo sie sich jetzt aufladen. Ja. Deswegen könnt ihr es auch mal probieren, nehmt den Köder, um das Gewicht des Köders zu spüren. Ja, wippt das so mal ein bisschen hin und her, zur Seite. Ihr bekommt dann mit, wo sich die Rute biegt, ja, wo sie anfängt zu arbeiten. Ja. Deswegen machen auch viele Ultraleitangler diese komischen Bewegungen, bevor sie auswerfen, so ein bisschen so hin und her wackeln. Ja, diese komischen Bewegungen da. Das ist, damit man mitbekommt, wie die Rute jetzt mit diesem Gewicht des Köders arbeitet. Ja, also ich habe jetzt einen Wobbler hier von ungefähr 2,5 Gramm und ich merke, okay, hier ist diese Biegung, das ist diese Belastung von der Rute und was kann ich damit machen? Ja. Ihr könnt die Ruten auch ruhig belasten, also wenn ihr hochqualitative Ruten habt, aus hochwertigen Materialien, braucht ihr keine Angst haben, dass die Rute irgendwie kaputt geht jetzt bei dem Wurf. Höchstens was passieren kann, ihr bleibt irgendwo hängen, die Schnur reißt ab und der Köder fliegt fort. Ansonsten einfach probieren, so jetzt ungefähr kenne ich die Belastung der Rute und dann einfach auswerfen. Zack, ja. Fertig. Was ich schon angesprochen habe, ist es auch äußerst wichtig, dass ihr die Schnur sofort auf Spannung habt. Also ihr habt ausgeworfen, noch im Flug. Bremse ich den Flug des Köders ein bisschen ab und mache die Rolle zu. Ja, ich mache den Bügel zu und lasse den Köder auf gespannter Schnur auf dem Wasser landen. Das ist so die beste Möglichkeit überhaupt, damit ihr auch die Bisse sofort mitkriegt. Es passiert nämlich sehr häufig bei Forellen gerade, die an der Oberfläche stehen zum Beispiel oder ich sag mal in dem Bereich, wo ihr hingeworfen habt, passiert es sehr häufig, dass ihr in der ersten Sekunde sofort Kontakte oder Bisse bekommt. Ja? Und deswegen gleich die Rolle zumachen, so schnell wie möglich diesen Schnurbogen wegmachen, einkurbeln und dann habt ihr sofort Kontakt und könnt sofort loslegen mit eurer Animation, mit eurer Präsentation der Köder und schafft so einen oder anderen Fisch mehr zu fangen. So, ihr merkt auch, die Würfe passieren alle hier vorne bei euch, in diesem Bereich, ja, also hier vorne, nicht hinterm Rücken. Ja, wie bei Gewaltwürfen, wenn ich jetzt auf 75.000 Meter werfen möchte. Also ich werfe jetzt nicht hinterm Rücken, also selten eigentlich, sondern die Würfe passieren alle hier vorne, ja, Ellbogenbereich und vor euch, ja, vor der Brust sozusagen. Ja. Also entweder mit der einen Hand oder mit der Hilfe der zweiten Hand, wo ihr einfach so ein bisschen mitwippt mit der linken oder kommt drauf an, was für ein Händler ihr seid.
Also rechts ist eure Steuerhand sozusagen, wo ihr hinzielt, und links wippt ihr da ein bisschen mit, ja, um einfach ein bisschen Schmackes dazu zu geben. Ja. Und wie gesagt, die Routen, hochprofessionelle und qualitative Routen, sind so gebaut, dass sie kleinste Köder aufladen und weit werfen können. Natürlich spielt hier die Rolle auch die Rolle der Rolle eine Rolle, sagen wir mal so, ziemlich viel Rolle in einem Satz, aber es ist leider so, dass eine gute Rolle natürlich viel weiter wirft. Eine Rolle mit einer S-Spule wirft auch viel weiter als eine normale tiefe Rolle. Ja? Und natürlich die Schnur ist auch sehr wichtig. Umso dünner, umso weiter kommt ihr einfach. Aber ihr müsst natürlich gucken, dass es eine adäquate Tragkraft hat. Also wenn ihr zu dünn nimmt und habt vielleicht nur noch 0,7 Kilo Tragkraft, könnt ihr die ganzen großen Forellen eigentlich gut fast vergessen. Ja, es wird ziemlich schwierig mit dem Drill. Ihr braucht schon ein bisschen Reserve in dem Fall. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel eine 0,3 PE Schnur, ein Vorfach von 0,14 mm aus Fluorocarbon, und ich kann locker aus dem Handgelenk ein bisschen Ellbogenbewegung ziemlich weit werfen. Also ihr merkt, ohne irgendwelche Belastung, einfach locker, zack, auf 25 Meter, circa ein 2,2 Gramm Spoon fliegt ohne Probleme, selbst bei starkem seitlichen Wind, wie jetzt heute am Teich. Und natürlich könnt ihr auch bei leichteren Ködern, also wenn jetzt Köder jetzt, sage ich mal, bei Spoons 1 Gramm, 1,5 Gramm, müsst ihr natürlich etwas mehr aufladen, ja, ein bisschen mehr Schmackes reinsetzen, also ein bisschen mehr Druck aufbauen. Aber selbst die leichtesten Spoons, ja, also von 0,9 Gramm, 1,2 Gramm, 1,5 Gramm, lassen sich wunderbar mit dünnen Schnüren und mit richtigen Routen super weit werfen. Ja, das ist ganz easy. So, das ist jetzt sozusagen diese Einhand-, Zweihand-, aus hinterm Rücken Wurftechnik, kann man so sagen, also von hinten nach vorne. Dann gibt es natürlich verschiedenste andere Wurfarten, die ihr ausführen könnt. Kommt natürlich darauf an, wie weit ihr werfen müsst. Also diese von vorne nach hinten, vom Rücken nach vorne, ist so die Wurftechnik, wo man die die meiste Weite hinbekommt, also das die größte Entfernung hinlegen kann. Ja. Ist ja auch logisch, ne? Da kann ich das ganze System, den Blank der Route, richtig schön aufladen. So, jetzt gucken wir mal, was das für ein schöner Fisch ist. Zack, da ist er. Ja, und der automatische Auswurf des Spoons passiert auch sehr häufig bei Schonhaken. So. So ein hübscher. Der zweite Fisch innerhalb von 10 Minuten. Den ersten konnte ich euch nicht zeigen. Jetzt hat er mir alles hier verdreht. Super, kann ich jetzt alles enttüdeln. Passiert auch häufig. So, wir haben natürlich aber auch verschiedene Köder, die wir werfen müssen. Manche sind sehr schön weit zu werfen, ja, wie zum Beispiel jetzt ein Spoon. Ja. Der wiegt ja schön viel, hat eine aerodynamische Form. Das heißt, ich kann ihn wunderbar auf Strecke bringen. Und je nach Spoon-Form kann man das bei manchen super machen, bei manchen nicht so gut. Muss man sich halt ein bisschen mehr anstrengen. Und dann gibt es natürlich Köder so wie Wobbler. Und bei Wobblern ist es manchmal nicht so einfach, auf Weite zu kommen. Das liegt daran, dass häufig zum Beispiel schwimmende Wobbler, aber nicht nur, ein recht geringes Gewicht haben, ein geringes Eigengewicht. Eine größere Körpermasse natürlich als so ein Spoon, weil viele Wobbler sehen aus wie so ein kleines Fass mit einer Schaufel. Also diese Crankbaits zum Beispiel oder irgendwelche Shads. Also die Form des Köders erlaubt es uns manchmal nicht, richtig weit auszukommen. Hier muss man natürlich dann auch viel stärker aufladen. Ich kann es euch auch mal präsentieren. Zum Beispiel jetzt hier ein kleiner Crankbait von ungefähr 34 mm Größe. Ja. Den muss ich natürlich viel mehr aufladen, weil er von seiner Körperform einfach nicht weit fliegen möchte, weil der Windwiderstand, der Luftwiderstand bei so einem Köder viel größer ist als beim flachen Blättchen, ja, also beim Spoon. Aber auch Wobbler kann ich richtig schön auf Weite bringen, wenn ich ein bisschen mehr Schmackes in den Wurf gebe, vor allem wenn ich gegen den Wind werfen muss. Was jetzt nicht so einfach ist wie bei Spoons. Ja. Da muss ich einfach mehr
mich reinsetzen, sozusagen mehr Kraft reinbringen in den Wurf. Also hier nochmal. Er lässt einfach etwas Schnur hängen, ja, ungefähr 20-30 cm. Wenn ihr noch weiter rauskommen wollt, macht ruhig ein bisschen mehr. Also lasst etwas mehr Schnur raus, vielleicht so einen halben Meter, ja, ungefähr, ja, sieht man jetzt hier, ungefähr 40 cm. Dann kommt ihr auch ein bisschen weiter und dann müsst ihr einfach mehr aufladen. Ja. Ihr merkt, okay, hier ist der Punkt, ungefähr bei, wie soll man sagen, ungefähr bei 11 Uhr, ja, wenn man sich eine Uhr vorstellt, bei 11 Uhr wird die Rute aufladen, ja, und da müsst ihr den Finger loslassen. Loslassen, in der Luft stoppen, gleich ankurbeln und die Rute sofort nach unten nehmen. Das ist auch ganz wichtig, die Rutenspitze sofort zum Wasser zeigen lassen. Ihr macht diesen Schnurbogen in erster Linie damit weg, also die ganze Schnur, die sich jetzt in so einem Bogen aufs Wasser legen würde, macht ihr damit weg. Ihr drückt sie sofort runter, damit sich sofort der Kontakt bildet zum Köder. Und die Rute nach unten ist auch sehr wichtig, nicht nur bei der Präsentation, sondern auch später beim Drill, wenn der Fisch angebissen hat. Erkläre ich aber ein bisschen später. Und es ist halt auch so, dass bei Wobblern vor allem die Körperform sehr große Rolle spielt, wie weit ihr kommt. Etwas schwerere Crankbaits, Shads und Minnows mit vielleicht einem Weitwurfsystem gibt es auch häufig bei Wobblern, aber seltener bei Forellenwobblern. Es gibt sogenannte Weitwurfsysteme, wo sich Gewichte beim Wurf verlagern ins hintere Teil und dann fliegt der Wobbler wie so ein Dart einfach nach vorne, verdreht sich nicht in der Luft. Ist wie gesagt aber selten bei Forellenwobblern der Fall. Deswegen müsst ihr gucken, dass ihr auf jeden Fall so ein bisschen mehr Schmackes reinsetzt, damit ihr auf Weiten kommt. Häufig ist es aber so, dass Wobbler nicht so weit fliegen und deswegen können wir die leider nur, sage ich mal, in kurzer Entfernung benutzen. Also 15, 20 Meter ist für Wobbler eigentlich schon eine super Sache. Um weiterzukommen, muss man dann häufig zu Tricks greifen, wie schwerere Wobbler, irgendwie die Wobbler zu beschweren. Einfach, oh, da kam eine schöne Lachsforelle hinterher. Richtig hübsche, habe ich noch gesehen. Auf jeden Fall muss man dann in die Trickkiste greifen und schauen, dass man den Wobbler etwas schwerer macht, ja. Dass man noch dünnere Schnur vielleicht nimmt. Oh, ein ganzer Haufen Lachse hier vorne. Also das ist der Wahnsinn, was hier an Fisch drin ist, die man gar nicht sieht. Aber kurz vom Ufer zeigen sie sich noch geschwind. Und wollten eigentlich meinen Wobbler ein bisschen näher angucken. Aber das war leider schon zu spät. Ich habe schon rausgezogen. Was auch sehr wichtig ist für die Weite der Würfe, ja, also um richtig Weite zu bekommen, ihr müsst schauen, dass ihr auf jeden Fall glatte Schnüre nimmt. Also ich weiß, man kann selten die Schnur irgendwo im Laden vielleicht anfassen mit den Fingern, aber ihr müsst aufpassen, dass die Schnur beim Kauf einfach, ja, dass die richtig schön glatt ist. Also es gibt sozusagen geflochtene Schnüre, die fühlen sich an wie so eine Fahrradkette zwischen den Fingern. Das ist das falsche Material, das braucht ihr überhaupt nicht zum Fischen. Es gibt auch flach geflochtene Schnüre, das ist auch ein riesen Nachteil, weil flach geflochtene Schnüre sinken sehr, sehr schlecht und haben einen riesigen Windwiderstand und beim Werfen machen sie nur Probleme. Also ihr könnt mit flach geflochtenen Schnüren und mit rauen Schnüren einfach nicht auf weit. Also ihr müsst richtig, richtig schwere Gewichte benutzen, um dann überhaupt auf 30 Meter vielleicht zu kommen. Deswegen schaut euch auf jeden Fall glatte Schnüre an, die schön weich sind von der Konsistenz, also jetzt nicht steif sind, glatt und steif, wie zum Beispiel gab es ja hier von einer bestimmten amerikanischen Firma eine Zeit lang so eine weiße Schnur, die nicht Schnur, kein Mono, kein Geflochten präsentiert wurde. So ist diese Schnur ziemlich steif und zwar glatt, aber ziemlich steif. Und da gab es häufig Probleme mit Knoten und mit Wurfweiten, ja. Obwohl es in Deutschland eigentlich so die erste Schnur war, wo richtig dünn war, ja, von 0,04 mm zum Beispiel. Also die ist eigentlich Geschichte von gestern, sage ich mal. Es gibt mittlerweile so viele schöne, gute Schnüre auf dem Markt, nicht nur in Deutschland, aber überwiegend in Japan zum Beispiel, die sehr gut dafür geeignet sind und sogar speziell fürs Forellenfischen gemacht worden sind. Ja, und dann kommen wir zu der nächsten Klasse der Köder, die man werfen kann oder muss oder soll. Das sind Silikonköder und da haben wir die meiste Problematik, nämlich Silikonköder wiegen häufig das Minimalste, was wir überhaupt in der Kiste haben. Also
Wenn wir einen Kopf von einem Gramm benutzen und der Köder wiegt ein Gramm, dann haben wir vielleicht insgesamt 2 Gramm Gewicht, was sehr wenig ist. Und das ist eigentlich schon so das Höchste, was ich benutze. Also 1 Gramm Jig-Kopf für Silikonköder ist für mich eigentlich so das Maximalste, was ich überhaupt nehme. Im seltensten Fall nehme ich solche Gewichte, einfach um weiterzukommen, um schneller sinken zu lassen und am Grund zu fischen. Ansonsten nehme ich Gewichte von 0,6, 0,3, vielleicht 0,8 Gramm, so das Häufigste, was ich so nutze. Und da kommen wir zu dieser Problematik, da Silikonköder flexibel sind, ja, also wie so ein Wurm, sind flexibel. Sie haben eine komische Körperform häufig und deswegen lassen sie sich natürlich auch sehr schlecht werfen. Ja, also sehr schlecht in Anführungsstrichen. Hierbei ist es natürlich auch wieder eine richtige Kombo, da kommt der nächste Fisch, die richtige Kombo fürs Fischen zu haben. Das heißt, die leichteste Route überhaupt. Ich hab jetzt eine bis 3,5 Gramm. Und dann haben wir eine ganz leichte Rolle, ja, eine Tausender Rolle und die maximal dünnste Schnur, die ich überhaupt verwenden kann. Und das ist nur 0,2 PE Schnur. So, jetzt nehmen wir mal mit. Und wieder im Kescher von allein gelöst. Also ich liebe Schonhaken. Geile Sache. Na, diesmal ein etwas größerer, ungefähr 500 Gramm. Wunderschöner Fisch. So Freunde, die Sonne ist jetzt weg. Jetzt kann ich euch meine wunderschönen Augen zeigen. Ja, Silikonköder. Handicap, Wurfweite. Also richtig schwierig bei geringen Gewichten weit rauszukommen. Also wie gesagt, ich muss dann sozusagen, umso weiter ich werfen will, umso schwerere Köpfe muss ich nehmen. Erstens, ich muss gucken, dass ich schmale Formen vom Köder nehme. Und natürlich auch ziemlich auflade beim Werfen. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier nur 0,8 Gramm Kopf, einen kurzen Wurm und eine extrem dünne Schnur von 0,2 PE. Und eine Rute, die jetzt im Aufbau etwas weicher ist. Also sie ist jetzt nicht so steif wie meine anderen Ruten, liegt auch am Höchstwurfgewicht, weil die nur bis 3,5 Gramm geht. Ein richtig schön dünner, schmaler Blank. Und deswegen kann ich auch so leichte Köder einigermaßen weit werfen. Also ihr merkt, die ganze Zusammensetzung eurer Ausrüstung muss passen, damit ihr bestimmte Köder auf Distanz bringt und sie auch animieren könnt. Ja, da war jetzt ein Biss schon wieder. Und es ist ein Gesetz beim Forellenfischen. Eure Ausrüstung muss abgestimmt sein aufs Gewicht der Köder, aufs Animieren der Köder, muss ein Köder animiert werden und natürlich auf den Drill, der später folgt, wenn ein Fisch beißt. Ihr könnt dann nicht x beliebige Ruten nehmen, ja? Vor allem beim Forellenfischen. Natürlich, man kann mit jeder Rute, mit jeder Rolle einen Fisch fangen, ja? Aber ob man das bequem und sicher machen kann, also landungssicher, dass man den Fisch auch landet, ist dann wieder eine andere Frage. Ja? Und das muss natürlich auch Spaß machen. Ich kann mit einem Besenstiel fischen, mit einem Stück Faden, irgendwann mal bei viel Glück werde ich auch einen Fisch fangen können, aber es macht keinen Spaß. Kommen wir zu den nächsten Wurftechnik, ja, die ich auch sehr häufig verwende, wenn ich jetzt Fische in unmittelbarer Nähe fischen will. Also ich sehe die Fische zum Beispiel jetzt 10 Meter, 5 Meter Entfernung vom Ufer, sehe ich einen Schwarm langziehen. Ich möchte sie natürlich nicht mit so einem Überhandwurf überwerfen, weil hierbei kann ich natürlich auch so einen kurzen Wurf machen, aber der Köder fliegt im Endeffekt in so einem Bogen und landet dann auf dem Platz. Dann muss ich erst den Bogen wegmachen, wieder einkurbeln. Das heißt, die Schnelligkeit dieser Anglerei ist etwas schwierig. Ja? Also man kann hierbei nur langsam reagieren und animieren. Deswegen mache ich sogenannte Unterhandwürfe oder Pitchwürfe. Das Ganze sieht so aus. Einfach von der Seite, wenn ihr Platz habt, von unten nach oben. Ja? Ihr merkt wieder, hier ist das Gewicht, wo die Rute anfängt sich zu biegen. Und überwerft die Fische einfach ganz leicht, so 1 Meter überwerfen, zum Fisch hinziehen. Dann kann ich auch meine Animation richtig schön machen. Ich muss nicht diesen Gewaltwurf mit 2 Händen über dem Rücken, über dem Kopf machen. Also einfach, nochmal gezeigt, hier von unten seitlich, zack, auswerfen. Ihr könnt auch ziemlich genau werfen, weil ihr nicht auf Distanz wirft mit so einem Wurf, sondern eher in den näheren Bereich, wenn ihr die Fische seht oder wenn ihr häufig Bisse nah am Ufer habt, müsst ihr jetzt nicht mit, so, hopp, das war der nächste, verdammt, müsst ihr jetzt nicht extrem weit werfen. Ja.
nochmal 10 Meter ungefähr. Und nicht vergessen, gleich den Bügel zu machen, gleich Kontakt aufnehmen und sofort anfangen zu animieren. Dann klappt es auch mit den Fischen. So, ihr seht, ab und zu mal helfe ich mir mit der zweiten Hand, mit der linken Hand, also sogar fast immer, ja, häufig, um einfach die Rute etwas mehr aufzuladen. Ja. Benutzt diesen Trick, vergisst diesen Quatsch mit Einhandwürfen. Also ihr müsst nicht unbedingt eine OL-Route nur mit einer Hand werfen. Das sehe ich sehr häufig und die Leute haben dann Probleme, wie gesagt, mit Genauigkeit, mit Wurfweite und so weiter. Und Freunde, noch ein richtig guter Tipp von mir, um auf Weite zu kommen, müsst ihr natürlich auch einen richtigen Knoten haben. Ich erkläre euch, wie ich den Knoten mache in einem anderen Video, aber ich kann euch schon mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Vielleicht seht ihr das sogar. Das wäre natürlich richtig top. Hier ist die Verbindung vom Knoten zur Hauptschnur. Man sieht den Knoten kaum. Es ist ein ganz flacher, langgezogener Knoten, der richtig schön durch die Ringe rutscht. Ja, also ihr merkt, es bleibt nirgendwo stoppen. Ihr merkt überhaupt nichts beim Auswerfen, dass der Knoten irgendwo hängen bleibt. Merkt euch den Namen Albright. Albright Knoten. Ich benutze ihn überall. Also selbst beim Anbinden von Karabinern und Wirbeln benutze ich diesen Albright Knoten. Merkt euch diesen Namen, benutzt diesen Knoten und ihr werdet wahre Wurfwunder erleben.